Hallo Leute, herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft. Ich werde hier noch kurz die Musik anmachen. So, und jetzt können wir loslegen. Also, ich habe mir die Freiheit genommen, hier schon mal etwas unser Feld zu verbessern. Das Wasser fließt jetzt da drunter. Und ich habe dann halt die Wege hier mit Kabelstone gemacht, weil das ein bisschen einfacher ist, diese Dinge einzusammeln. Man kann auch recht leicht auf die Pflanzen rauftreten, aber da werde ich mir auch was einfallen lassen. Ich habe auch schon eine Idee, wie ich das vielleicht noch machen könnte. Abgesehen von diesem traditionellen Feld. Diese Idee habe ich von... Oh, ach, Quatsch. Ich muss da noch gar nicht sagen, von wem ich sie habe, ich sie noch gar nicht verwende. Ja, was werde ich jetzt tun? Also ich werde mal anfangen mit einem kleinen... Also mit ein paar Fixes. Ich bin letztes Mal hier rumgelaufen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so einige Tage, da kriege ich es einfach nicht auf die Reihe, vernünftig zu reden. Ich bin niemanden, weder in der Aufnahme noch irgendwie so privat, RL. Ja, und so ein Tag war dann vorgestern, da wollte ich eigentlich aufnehmen, gestern hatte ich keine Zeit. Und ja, wir haben es jetzt gerade 11.45 Uhr, meine Mutter hatte Nachtschicht gemacht und dementsprechend schläft sie jetzt noch und ich habe halt ein bisschen Zeit, jetzt was aufzunehmen. Ja, und wie eben schon gesagt, fangen wir mit ein paar Fixes an, stopfen Löcher als allererstes. Und was ich dir auch gleich unbedingt mal zeigen muss, also ich weiß, ich könnte gut verstehen, wenn es einigen von euch auf den Sack geht, dass ich immer wieder mal cheate. Auch wenn ich es nur tue, um es euch zu zeigen und nicht um mich jetzt hier zu bereichern. Na toll, ich habe mir eine so ein Sensending gebastelt aus Holz. Wow. Das ist ja hier echt voll übelst gecheatet ist das. Nein, aber ich habe das Crafting-Rezept überhaupt nicht im Kopf und jetzt keinen Bock nachzugucken und ich weiß auch gar nicht, ob ich alle Zutaten habe. Ich hatte nämlich gestern einen Mod installiert, da bin ich ganz aus Zufall drauf gestoßen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben von einem Mod gehört. Für irgendein Spiel, der besser ist als der hier. Natürlich ist das... Ey, ich wollte gar nicht... ich wollte nur laufen. Also Monster habe ich jetzt auch aus, das heißt überfallen werden kann ich hier nicht. Ja, ich liebe... diese Modifikation, die ist einfach nur richtig geil. Was ist denn hier drin? Achso. Stein. Erde. Keine Erde? Was komme ich denn in die Workbench? Ich bin vielleicht dumm. Wir haben ernsthaft keine Erde. Okay, da muss das Loch wohl erstmal warten. Und zwar ist das der Portal-Mod. Hier sieht man die ganzen Speichergruben und das Emanzipationsfeld und hier so Dinger. Das ist richtig geil. Ich liebe diese Mod. Ich habe da auch schon eine Karte runtergeladen, wo man da richtig Portal spielen kann. Aber allein schon... Das werde ich jetzt beides mal machen. Einfach nur testweise. Ich werde das nicht die ganze Zeit behalten. Also man kann mit dieser Waffe tatsächlich, wie in Portal, Portale schießen. Einfach mit Rechtsklick. Wenn man die craftet, weiß ich halt nicht mehr. Und zwar wollen wir jetzt zu unserer Mine gehen. Wir gehen mal direkt rein in die Mine. Ein Stück weiter. Hey. Na okay. Dann drücken wir G und haben somit dann jetzt einen, ja, so eine orangene Portalkanone. Und schießen die dann meinetwegen... dahin. Gehen hier durch. Und schon sind wir in unserer Mine. Oh Gott, ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich kriege immer hier einen halben Orgasmus, wenn ich diese Mod sehe. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen bescheuert an, aber ich finde den einfach nur richtig geil. Wir können jetzt auch da... Okay, das bringt hier nichts. Aber es ist, hat die gleiche Funktion wie in Portal auch. Wenn man schnell reingeht, dann kommt man auch aus dem anderen Portal schnell wieder raus. Da suchen wir uns jetzt mal den höchsten Punkt aus. Und werden dann erstmal
schickt der runter. Na, ich würde sagen, noch ein Stück weiter. Ich hoffe, ich treffe. Okay, warum bin ich jetzt nicht so weit gesprungen? Na egal, aber ich habe auch durch diese komischen Federschuhe oder was auch immer das sind, kann ich keinen Fallschaden mehr kriegen. Und das ist richtig geil, also... Mit dieser Mod wird man echt ein Spielkind. Ich glaube gar nicht, wie lange ich jetzt in der Minecraft rumgehangen habe. Bin. Und... Kenne ich das Ding hier? Doch, ja, ich erinnere mich wieder. Und mir in meiner Let's Show Raid von A nach B Portale geschossen habe. Das war richtig geil. Ja, wir werden uns jetzt noch einmal hier so ein schönes Portal schießen. Und doch gleich failen. So. Und werden jetzt... Moment, hier. Die Kanone wegschmeißen und unsere tollen Schuhe wegschmeißen. Was wir aber nochmal tun werden. Ach, komm, eins reicht. Damit wir die Portale loswerden, müssen wir durch dieses Emanzipationsfeld gehen. Schon sind die Portale resettet? Willst du mich verarschen? Hä? Okay, die Musik wird gerade ein bisschen aufdringlich. Es muss doch irgendwie... Hä? Ach, vielleicht muss ich die Portigan währenddessen tragen. Ja, geht doch. Und ich schmeiße es einfach weg und um die Feder weg loszuwerden, einfach den Boden darunter wegmachen. So, jetzt gehen wir aber auch erstmal schlafen. Ich stelle mal fix die Monster an. Ja, und ich weiß auch gar nicht, wie lange ich heute aufnehmen werde. Vielleicht auch nur eine halbe Stunde, denn ganz so viel Zeit habe ich dann ja doch nicht. Na, ihr? Also ich nehme jetzt glaube ich 10 Minuten auf, wenn ich mich nicht total verschätzt habe. Alter, wie viel Holz wir haben, ist ja unglaublich. Ja, wir werden nicht in die Mine gehen, weiter runtergraben, die Cave noch etwas erkunden. Aber wir brauchen Pfeile dafür. Ja, ein paar können wir uns ja erstellen. Haben wir genug Sticks? Nein, haben wir nicht. Und hier bin ich immer vorsichtig, weil wenn ich ja einmal raufklicke, habe ich ja schon mal gesagt, dann mache ich alles und so, ganz komisch. Ich bin mir aber sehr sicher, dass das dann Too Many Item. Bin ich jetzt fertig? So. Das muss doch irgendwie einen Grund haben. Nur wenn ich Rechtsklick mache. Ich dachte. Zwei Bögen? Why the fuck habe ich zwei Bögen? Okay, sinnlos. So, das würde ich. Machen wir einfach alles zu Holz. So, dann haben wir es. So, die vierten Schaft, die müssen. Da kein Platz mehr. Ich habe übrigens, das werde ich aber gleich wieder rückgängig machen, ich habe den Monstergebiets-Mod, den habe ich drin. Das heißt, ich kann Essen, Türen, Schäder und so weiter, kann ich stacken. So, zwei Fleisch, die Sense brauchen wir nicht, sonst behalten wir, das Zeug brauchen wir nicht, Leitern. Eine Axt ist nicht verkehrt. Achtzehn Pfeile sollten eigentlich auch reichen. Erde haben wir ja nun leider nicht mehr, aber das ist dann... Achso, ins Bett gehen wollte ich. Hey, geh ins Bett. Danke.
Ich bin auch noch total müde. Gott, ich habe gestern ziemlich lange noch gemacht und bin auch. Trampeln da gerade Skelette meine Ernte kaputt? Hey, ihr Wichser. Die haben meine ganz. Warum laufen mir die Hunde hinterher? Ich glaube, das ist dumm. Ich glaube, die wollen mir einfach alle nur die Ernte zertrampeln. Kommt her, verdammt. Nicht du. Lektion Nummer 1. Willst du einen Creeper zur Explosion bringen? Stelle dich vorher ins Wasser und geh sicher, dass dir zwei Creeper hinterher schon. Nein, nein, dass deine Hunde nicht gefährdet werden können. Mist, im Wasser kann ich hier nicht Sitz sagen. Das heißt, ich muss jetzt fliehen. Pfeile will ich noch nicht verschwenden. Die brauche ich für die Mine. Verdammt, ich muss hier weg. Schwimm. Hey, Kürbisse. Okay, ich. Ach, der Ruder hat schon. Ich könnte mich hier selbst gerade echt richtig auspeitschen. Hab ich gerade gesagt, der Router hat nachgelassen. Oh Gott! Ich dachte, was liegt am Schlafmangel, aber es kann es nicht sein, denn ich habe ja immerhin 9 Stunden geschlafen. Das ist absolut hirnrissig. Aber der Creeper ist wirklich weg. Gut. Aber echt, warum sind die blöden Hunde hier? Ich habe die nicht herbestellt. Oh, das sieht mal nach einer Cave aus. Cave. Ja, selbst schuld. Und mein Fleisch gebe ich dir nicht. Das war in der letzten Aufnahme schon so fail. Da hätte ich es gebraucht. Und wer jetzt.